Frage. Die andere Frage vom Andreas war, wenn ich das nicht schaffe, immer zur gleichen Zeit zu sitzen, bringt das was? Auch da sind, also diese Fragen, die da kommen, das sind alles Fragen, die sind wirklich besser mit einem Meister zu besprechen, ne? Weil, oder einer Meisterin. Ne? Also und zwar unter vier Augen, weil man dann fragen muss, woran liegt das? Ne? Ja, weil das Erkämpfen des Termins zum Beispiel ist auch schon ein Teil der Näherung und des Lernens über sich. Generell, wenn das wirklich gar nicht geht, weil man jetzt zum Beispiel Schichtdienste hat oder sowas, also so komplett rotierende Schichten, wo man nicht immer wieder zu 18.30 Uhr sitzen kann, weil man dann Arbeitszeit hat, zwei Wochen lang oder so, ne? Dann kannst du trotzdem deinen Tag so einstellen, dass du zu ähnlichen Zeiten, also anstatt eben um 18.30 Uhr, sich dann vorzunehmen, okay, immer 4 Stunden oder so vom Schlafen, ne? Oder 1 Stunde nach dem Aufstehen. Also dass du die Referenzen veränderst, so, und dass die dann trotzdem gleich sind, dass du in diesem Tagesrhythmus einen Zeitpunkt findest, den du dir freiräumst fürs Meditieren. Also das wäre jetzt die Schnellantwort.